We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Hallo zusammen, heute habe ich diese wunderschönen Blumenstirnbänder für euch. Die sind perfekt für den Sommer, um einfach ein Outfit nochmal farblich mit einem kleinen Hingucker aufzupimpen oder für Festivals. Da tragen sie ja jetzt auch ganz, ganz viele Mädchen. Und die sind richtig billig und einfach zu machen, deswegen habe ich gleich mal 5 Stück davon gemacht. Die seht ihr aber nochmal am Ende, um einfach euch noch ein bisschen Inspiration zu geben, wie ihr denn eure gestalten könnt, wenn ihr möchtet. Und falls ihr denn wissen möchtet, wie ich die hinbekommen habe, dann bleibt es einfach dran und es geht los. Viel Spaß beim Video! Was ihr natürlich für diese Blumenhaarbänder braucht, sind ganz klar Haarbänder. Und hier habe ich schon eins beklebt, das andere, das lila, dann mache ich euch noch in diesem Video. Und ich habe noch eins gefunden, das schwarze hier, da waren auch schon Blumen drauf. Dann braucht ihr natürlich die Kunstblumen und ich habe meine aus dem Teddy und Kick geholt. Dort gibt es wirklich eine gute Auswahl an bunten Kunstblumen von verschiedenen Arten für ganz wenig Geld, für nur 1 oder 2 Euro. Was ihr außerdem noch braucht, ist eine Schere, eventuell etwas Moosgummi und eine gute Unterlage. Ich habe hier Zeitung genommen für eure Heißklebepistole, denn ihr solltet nicht euren Schreibtisch oder so verkleben. Dann geht es auch schon los und zwar könnt ihr diese Kunstblumen ganz einfach von diesem Plastikstängel runterrupfen. Also die sind wirklich nur aufgesteckt und dann könnt ihr euch einfach die Blumen aussuchen, die ihr für euer Haarband braucht und wollt und die zupft ihr einfach ganz normal von diesem Stängel ab. Hier seht ihr mal die Auswahl, die ich für meine Blumen getroffen habe und dann geht es los, indem ihr euch eure Blumen so anordnet, wie ihr sie nachher auf eurem Stirnband oder auf eurem Haarband haben möchtet. Und ich würde es am besten schon vorher so hinlegen, damit ihr wirklich eine gute Vorlage habt, wie ihr das nachher auch kleben wollt, denn wenn es einmal festgeklebt ist, dann wird es schwierig, es wieder abzunehmen. Dann ist auch der richtige Zeitpunkt, euch zu überlegen, ob ihr vielleicht Blumen kombinieren wollt, wie diese pinke Rose mit der gelben Blüte hier. Oder eure Marguerite vielleicht mit etwas Grün noch aufzupimpen, damit es etwas bunter aussieht. Und ich persönlich finde das richtig schön mit dem Grün. Jetzt kann es also losgehen. Hier seht ihr die Blüte und auf der Rückseite ist dieser Bobble, mit dem sie an dem Stiel festgemacht war. Und der würde auf dem Kopf natürlich wehtun. Deswegen nehme ich mir eine Schere und schneide das Ding einmal ab. Seid vorsichtig, denn das Endteil kann euch entgegenspringen. Und dann könnt ihr den Rest einfach entfernen und merkt dann, dass eure Blume aus mehreren von diesen Schichten besteht. Und dieser nächste Schritt ist optional, aber ich finde es viel, viel schöner, die Blume einmal auseinanderzunehmen und dann wieder neu zusammenzukleben. Und das hört sich erstmal nach viel unnötiger Arbeit an, aber ich zeige euch gleich den Effekt, dass das hat. Und zwar nehme ich mir zuerst die unterste Blütenschicht, gebe einen Tropfen Heißkleber darauf und nehme mir dann die nächste Blütenschicht und klebe sie so darauf, dass ich versuche, die Lücken zwischen den Blütenblättern zu schließen. Passt auf jeden Fall hier mit dem Heißkleber auf, nehme vielleicht eine Schere oder einen Stift zum Festdrücken. Dann wieder einen Tropfen Heißkleber, die nächste Blütenschicht wieder so hinlegen, dass die Lücken zwischen den Blüten geschlossen werden und das einfach mit allen wiederholen. Dann seht ihr hier den großen Unterschied, den ich meine, und zwar links ist eine normale Blüte, wie sie am Anfang war, und rechts meine selbst zusammengeklebte. Und ich finde, die sieht viel, viel fluffiger und voller aus, was ich persönlich schöner finde. Dann könnt ihr jetzt auch eure selbst kombinierten Blüten zusammenkleben. Hier mache ich das mit einer gelben Blüte und klebe dann eine Rose in die Mitte. Das sieht dann so aus und ja, ich finde, damit könnt ihr euer Haarband nochmal sehr individuell gestalten. Und wenn ihr das dann gemacht habt, nehmt ihr eure Blume, legt sie kopfüber auf eure Unterlage, gebt einen größeren Tropfen Heißkleber darauf und drückt dann euer Haarband schön in den Kleber rein und passiert wirklich wieder mit euren Fingern auf. Ich habe mich auch ein paar Mal verbrannt und das tut wirklich weh. Drückt also einfach das Haarband in den Kleber mit genügend Sicherheitsabstand und nach ein paar Sekunden klebt die Blume auch schon sicher am Haarband. Und das wiederholt ihr einfach mit den Blüten, die ihr gemacht habt, in der Anordnung, wie auch immer ihr sie haben möchtet. Und klebt auch vielleicht in die Lücken noch kleinere Blumen zwischen rein, um wirklich das ganze Haarband schön auszufüllen, bis ihr euer Wunschhaarband habt, wie ihr es denn haben möchtet. Dann seht ihr, wenn der Kleber getrocknet ist, auf der Rückseite diese Kleberhubbel einfach. Und wenn ihr das Haarband eine Weile lang auf der Stirn trägt, dann tut das ein bisschen weh oder es drückt einfach. Deswegen könnt ihr euch ein bisschen Moosgummi abschneiden, wirklich nur ein kleines Stück,
Und ihr könnt das wenn dann schon gleich machen, wenn ihr die Blüten aufklebt oder im Nachhinein, so wie ich, nochmal einen kleinen Tropfen Heißkleber darauf geben und das Moosgummi einfach wieder leicht drauf drücken und nach ein paar Sekunden klebt das auch wieder gut fest. Das muss nicht perfekt kleben, es muss einfach nur das Haarband so weit bedecken, damit ihr nachher keine Druckspuren auf eure Stirn habt und es viel, viel angenehmer, so das Kopfband für eine längere Zeit auch einfach zu tragen. Dann habt ihr auch schon euer selbst kreiertes Haarband. Ich hoffe, euch hat dieses Do-It-Yourself gefallen. Hier seht ihr noch meine Haarbänder. Ihr könnt auch welche machen, die ganz um den Kopf gehen oder eben nur zur Hälfte. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder vielleicht eure Videowünsche in der Kommentarbox. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.